Schönen guten Abend, alles zusammen. Ich habe sehr wichtige Nachrichten bezüglich des Coronavirus. Für alle Menschen im Umkreis von Berlin, Brandenburg, Potsdam, bitte achtet auf diese Voicemail und verbreitet sie an Menschen, die euch am Herzen liegen. Familie, Freunde. Mein Beileid an alle Betroffenen. Und ich muss echt dazu sagen, so, es ist an der Zeit, euch die Wahrheit zu sagen. Mein bester Freund arbeitet in der Charité. Ich will jetzt nicht den Namen nennen der Charité. Sie befindet sich in Berlin. Er hat mir ausdrücklich erklärt und unterstrichen, dass sich die Direktoren aus ganz Deutschland, die mit Viren und anderen Praktiken, die in diese Richtung gehen, zu tun hatten, zu hundertprozentige, perfekte Professoren, die sich nur mit diesen Sachen befassen, hier in Berlin getroffen haben und am Mittwoch wird die ganze Stadt unter Quarantäne gestellt. Bitte, geht in die Läden, kauft euch das Wichtigste und das Nötigste. Wie zum Beispiel ein Tipp von mir, Mehl, Thunfisch, Nudeln, Milch für die Kleinkinder, Windeln, alltägliche Sachen, die man wirklich für den Alltag braucht, wo man auch nicht aufs Verfallsdatum schauen muss. Dinge, die einfach wichtig sind. Ich bitte euch, im kompletten Raum Berlin, sagt es all euren Liebsten, eurer Familie und alle Menschen, die euch wichtig sind. Der Coronavirus steht unmittelbar vor unserer Haustür. Berlin soll unter Quarantäne gestellt werden. Es wird uns einiges verheimlicht. Er ist schon längst ausgebrochen. Und es ist an der Zeit, dass wir uns selbst schützen. Der Instinkt fängt immer bei Selbstschutz an. Und es ist jetzt soweit. Lasst uns gegen den Coronavirus Hand in Hand vorgehen und uns schützen. Unsere Familien, unsere Kinder, unsere Liebsten, unsere Haustiere. Alle.